Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Und zwar testen wir heute das Spiel Disc Jam. Ihr seht es schon oben links, da steht's. Und es wurde auch schon mit Twitch verbunden. Wir haben das gestern mal im Stream gespielt. Ich habe mir gedacht, wir machen das auch nochmal für YouTube. Und wir könnten uns das gerne mal angucken, das Spiel. Es ist sehr schnell und sehr schnell. Also es ist wirklich sehr interessantes Spiel und es ist im Endeffekt so aufgebaut, dass es wie so ein Volleyballfeld. Man kann es One-on-One spielen oder Two-on-Two und ihr seht es auch schon. Im Hintergrund, da ist schon, sage ich mal, ein Bild, wie es ungefähr aussieht. Und ich zeige euch mal ein bisschen was kurz. Also Option ist ja klar, ihr könnt alles einstellen: Sound, Volumen, Grafik, Window Mode. Ich habe ein bisschen rumprobiert, weil das Problem ist, Capture hat sich das Spiel nicht so richtig gelassen, daher muss ich ein bisschen rumtricksen. Und wir haben schon ein bisschen, wie gesagt, gespielt im Stream. Und ich habe dadurch jetzt auch den Stream Pro Bonus, also nicht Stream Bonus, sondern den Stream Pro Rang, weil ich es mit Twitch connected habe und ich Streamer bin. Da hat man dann halt diesen Rang gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob es einen für YouTube gibt, aber keine Ahnung. So, man kann hier, soweit ich weiß, auch Visit the Prize Machine. Ach so, genau. Das erkläre ich euch gleich noch. So, man kann ja noch den Charakter ändern, zum Beispiel Muskelprotz, dann Frau und den. Ich sag mal, ich habe den jetzt genommen. Fand ich ganz lustig. So, dann gibt es verschiedene Skins, die man freischalten kann. Und das Spiel befindet sich zurzeit noch in der Beta, Leute. Daher hat es ab und zu noch eine kleine Macke. Das werdet ihr auch später noch sehen. Okay, der ist cool. Aber so an sich ist das Spiel richtig cool und ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und es ist zurzeit kostenlos und wir dürfen an der Beta mit teilnehmen. Und wir werden auch gleich mit Clown spielen. So im One-on-One, dann werdet ihr mal sehen, ungefähr wie das Spiel so funktioniert. So, was haben wir hier? Achso, das waren die Posen. Genau. Und das. Achso, das ist dann das Ende, glaube ich, wenn du gewonnen hast. Alles klar. So, hier kann man auch die Disc ändern. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Das ist die Standard-Disc. So sieht im Endeffekt das Spielprinzip aus. Das ist wie so eine Diskus. Die wirfst du halt die ganze Zeit zu und dann musst du in das Gegnerfeld sozusagen reinkommen. Aber ich zeige euch das gleich nochmal im Training. Oh, die ist geil. So, Retro. Okay, das ist halt ein normaler. So, was haben wir hier noch? Genau, hier sind erstmal die Fähigkeiten. Im Endeffekt gibt es hier Zickzack und. Der Pythagoras, keine Ahnung, ich hab den nie genommen, ich habe immer den Zickzack genommen, weil dann, wenn man dann seine Spezialfähigkeit hat, dann kann man den so durchwerfen und dann kriegt das einen Flammenstrahl. Aber werden wir auch gleich alles sehen. So. Prize Machine ist im Endeffekt, man kann hier 1000 solche J-Punkte reinmachen. Hinter meiner Cam sieht man das zum Beispiel, wenn ich das jetzt so mache. Seht ihr das? Und diese Punkte, die sammelt man, wenn man zum Beispiel jetzt gegen Spieler spielt. So, ich mache euch mal wieder rein. So. Oder jetzt, sage ich mal, wenn man jetzt bei Find Match macht und dann so Ranking spielt, dann kann man die freischalten. Oder wenn man im Private Match, sage ich mal, was auch ganz lustig ist, im Stream spielt, können die Leute im Stream, können die wetten auf das Team, gegnerische Team oder auf dein Team. Also ich sag mal, ich bin jetzt in Team Rot, dann können sie jetzt auf Team Blau wetten und wenn Team Blau gewinnt, kriegst du auch diese Punkte dazu. Das ist richtig cool, so dass die da sozusagen den Stream unterstützen und die Leute, die sag ich mal, gucken, auch noch mit animieren, sag ich mal, mitzumachen. Das ist eigentlich ganz cool. Und das hat, sag ich mal, so für mich in manchen Spielen fehlt mir das noch. Zum Beispiel Rocket League wäre das ganz geil, wenn die das einführen könnten. Aber ein bisschen nervig ist es, weil der jedes Mal dann im Chat spammt, dass die Leute wetten sollen, wenn die neue Runde beginnt. So, ich würde sagen, wir machen mal das Basic-Tutorial und gucken uns den ganzen Spaß mal an. So, welcome to this channel. This tutorial will walk you through the basics step by step. Okay. Navigate the court. Okay, also wir sollen ihn hin und her korrigieren. Also hin und her navigieren. Also ich spiele mit einem 360-Controller, der, ich finde, sag ich mal, zurzeit der beste Controller ist für mich. Weil der One-Controller, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber meiner crasht immer mein PC, also keine Ahnung. So, wir sollen jetzt erstmal hier in die Punkte laufen. Zack, zack. Hier seht ihr schon mal das Spielfeld, wie das aussieht. Ist relativ schnell das Spiel, daher. Müsst ihr gleich mal gucken. So, press X to slide. Okay, du kannst nämlich jetzt hier hin und her sliden. So. Okay. Und dann müssen wir jetzt. Keep the button, hold down, slide. Ach, man kann sogar. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Dass man länger sliden kann. So, okay. Use to aim, press A. Okay, also wir müssen mit dem linken Stick sozusagen und A drücken. Um sozusagen zu aimen. So. Dann seht ihr das schon, die Wände sind auch mit inbegriffen. Ist richtig cool gemacht, Leute.
Kann ich auf jeden Fall so richtig schön empfehlen, das Spiel, weil wir haben das jetzt auch mal erwähnt im Stream gespielt und es hat echt ultra Bock gemacht. Ihr seht's ja. So, jetzt müssen wir kurz mal aimen. Okay, ich bin jetzt. Wartet mal, jetzt müssen wir kurz mal gucken. So. Zack. Okay, jetzt haben wir alle drei. Okay, das ist das Standard-Basic-Training. Ich habe das wirklich noch nicht gemacht. Wir haben direkt losgelegt und ich stand dann so da. Wie funktioniert das Spiel jetzt? As soon as you throw this, the faster it goes, you can only hold this for a second before you force to ditch it. Also du kannst die das ein bisschen länger halten und kannst dann sozusagen gedrückt halten, dann haust du die schneller raus. So. Oder? Habe ich das richtig verstanden? For a second before you're forced to ditch it. Hä? Ach so, genau. So war das. Wenn die Disc kommt, musst du innerhalb der Zeit drücken. Also, sie kommt und du drückst dann im Endeffekt. Okay, das war jetzt falsch. Sie kommt und du musst dann in dem Moment drücken, wo du sie fängst, sozusagen. Und das ist dann der perfekte Moment. Okay, es hat jetzt nicht geklappt. Und dann leuchtet sie halt rosa. Okay, es ging schon wieder nicht. Hallo. Jetzt. Genau. So war das. Okay. So, was müssen wir jetzt machen? Aim with links S, press to a quick curve. Ah. Okay. Okay, das. Ach so, dann heißt das, man wirft sie links mit der LT und mit RT wirft man sie rechts rum. Ach cool, okay, das wusste ich auch noch nicht. Cool zu wissen, gut zu wissen. So. To aim, press X to. Okay, den Loop. Das heißt. Genau den. Das ist recht easy. Man muss im Endeffekt nach, zum Beispiel nach unten links, dann wirft man den unten links. Man kann aber auch nicht auf seine Seite werfen. Das ist nur mal so zur Info. Man kann da im Endeffekt nicht failen. So, okay, das war jetzt nix. So, jetzt einfach mal den normalen Standardwurf. Also man muss im Endeffekt da hinlenken. Sagen wir mal jetzt oben rechts, wollen wir jetzt hin. Dann drücken wir X und dann geht der nach oben rechts. So, zack. Das gleiche machen wir jetzt noch mit unten rechts und dann müsste das auch schon gewesen sein. Im Anschluss werden wir noch ein Game spielen, Leute, damit wir euch mal zeigen können, wie das läuft. Das gibt es auch im 1-on-1 und 2-on-2. Hallo. Treff ich jetzt nicht, oder was? Okay, das... Warte mal, ein bisschen weiter nach rechts unten. Okay, das war jetzt zu weit. Vorführeffekt, Leute. Hä? Okay. Jetzt. Hä? Okay, jetzt verstehe ich es nicht. Ich krieg den nicht da unten rein. Jetzt. Was war das denn jetzt? Okay, egal. Okay, weiter geht's. Congratulations, you have learned to basics. When you are ready, try to advance tutorial to dive a little deeper. Okay, ich würde sagen, wir haben das Basic Tutorial gemacht. Das andere könnt ihr euch dann selber anschauen. Und ich würde sagen, wir holen jetzt mal den Clown dazu. Und somit würde ich sagen, starten wir dann auch gleich das erste Match, das 1-1 gegen Clown. Und dann seht ihr mal, wie das Spiel sich so verhält. Also es ist richtig cool und es macht Bock. Also wir sehen uns gleich, Leute. So, Clown, hallöchen erstmal. Morgen. Morgen. Nicht wundern, sein Mikro ist ein bisschen zurzeit ein bisschen kaputt, weil weiß auch nicht, was da los ist. Genau. Es rauscht ein wenig und er ist ein bisschen leise, also nicht wundern. So, wir machen jetzt erstmal ein Private Match, haben wir gesagt, ne? Ja. Genau, so Private Match, Single, dann sucht er das Spiel und dann musst du mit X denjenigen einladen. So, das geht dann natürlich über das Steam Overlay. Das ist natürlich jetzt gerade ausgeblendet. So, dann laden wir ihn ein. Dim. Aber schön, wie die Musik da rein synchron läuft. Ist wahrscheinlich immer dieselbe bei allen. Dim. So, okay, Match starting. Und schon geht's los, Leute. Nicht wundern, ab und zu sieht das mal so aus, dass man die Discs nicht kriegt. Also bei den Gegnern zumindest. Kommst du rein? Ah. Okay, ihr müsst mal sehen, so zum Beispiel, wenn ich jetzt hier... Bei mir sah das jetzt zum Beispiel so aus, dass er die nicht kriegt, so.
Und normalerweise geht das ein bisschen schneller, nur irgendwie haben zurzeit die Server wahrscheinlich kleine Lags, kommt mir so vor. So, und da hätte. Bei mir wird das jetzt zum Beispiel so aus, als ob der bei dir durchgeht. Ah, das sind noch so kleine Probleme, aber das Spiel macht ultra Bock, Leute. Ich wusste gar nicht, dass man so, dass man den hier machen kann. Oder warte? Ich spiele mal ganz ein bisschen. So. Okay. So, und es wird halt immer schneller, das Spiel. Ihr seht es ja schon. Siehst du, bei mir zum Beispiel hast du den jetzt nicht gekriegt. Okay, jetzt habe ich gefailt. So. Wir haben ja gerade schon mal ein Testmatch gemacht. Ist er bei mir? Guck da, bei mir zum Beispiel ist er durchgegangen, durch dich durch. Das ist total, deshalb, das meine ich so. Das ist noch nicht so ganz ausgereift, finde ich. Aha, jetzt hat er gepennt. Ich werde immer davon ausgehen, dass ich ihn habe. Okay, wir haben ja gerade schon mal das Training gemacht. Das sind die schlimmsten, ey. Okay, das war kacke. So. Also Clown spielt das schon öfter als ich, also nicht wundern. Das ist mein Spiel, sage ich mal, wo er gegen mich gewinnt. Okay. Ja, komm, schieß mir. Okay, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, weil bei mir ist er dann erstmal weitergeflogen. Und, ach, was ich vergessen habe, Leute. Ihr seht ja in der Mitte die Punkte. Und die Punkte sagen im Endeffekt, jedes Mal, wenn der Gegner einen fängt, also es fängt mit 5 an, und dann jedes Mal, wenn er einen fängt und der hin und her geht, so zum Beispiel jetzt, dann geht jetzt 6, jetzt wenn er ihn jetzt fängt 7. Ja, wenn ich ihn mehr werfe, ja. Genau. Ich wollte mal noch eine Spezialfähigkeit machen, aber irgendwie... So, jetzt haben wir schon 10. Und wenn man hinten in das Feld kommt, bei Disjam, dann kriegt man 10 Punkte zusätzlich. So. Es macht auf jeden Fall ultra Bock, Leute. Es ist kostenlos und... Ich werde euch die Seite auf jeden Fall unten verlinken und ihr könnt da... Oh nein, den kriege ich nicht. Fuck, jetzt kriegt er 17 Punkte, Alter. Und ihr könnt da auf jeden Fall das Spiel kostenlos runterladen. Ihr müsst euch da nur anmelden und... Oh nein, das ist jetzt. Siehst du, so habe ich 10 Punkte. Also du kriegst halt 5 zusätzliche Punkte, wenn du hinten reinkommst. So war das, gell? Das kann sein, ich habe das noch nicht ganz geschaut. Ich wäre eh schon extra Punkte. Nein! Oh, verdammt! Aber du kannst auch mit... Das sind extra Punkte für den Style. Achso, und was ich noch das ist kacke gewesen. Was ich noch erwähnen wollte, man kann auch noch blocken. Das haben die jetzt wahrscheinlich nicht erwähnt, weil das wahrscheinlich in diesem nächsten Tutorial wäre. Und dann kann man den so hochspielen, zum Beispiel so. Und dann kann man failen, so wie ich gerade. Beispiel? Nee. Beispielsweise ist das dann so, dass man den dann hochspielen kann und blocken kann. Wenn man sich drunter stellt, kriegt man dann so einen Boost, sag ich mal. Kannst dich auch mal gewinnen lassen. Ja gut, ich hab dich ja vorhin fertig gemacht. Bei mir sah es gerade so aus, als ob du stehen geblieben bist. Bin ich auch tot. So, jetzt gab's perfekt. Bei mir ist es schon wieder so, als ob du durch die Diskos durch bist, ey. Ja, toll. Hast mich halt vorgespielt. So. Ich würde sagen, wir spielen gleich trotzdem nochmal, versuchen einen Double im Ranked. So, und das, was halt noch ist, es sind halt noch nicht sehr viele Server online, das müsst ihr dann mal sehen. Und. Jawohl. Und deshalb sind da wahrscheinlich noch nicht so viele aktive Spieler. Oh nein. Komm, Aufholjagd. Oh, das sind die Schlimmsten, ey. Was, bei mir ist er durch? Bei mir hast du den gar nicht gekriegt, ey. Bei mir war es richtig. Das ist das so, das, was ich gemeint habe, Leute. So, das sind wahrscheinlich noch so ein paar Serverprobleme. Man kann dann auch später bei Customized Maps oder Customized Spielen kann man einstellen, dass man den Ping einstellt. Was ich sehr komisch finde. Der war aber auch schnell. Also oh. Der war jetzt extrem schnell. Also Aufholjagd. Ich
Was? Ey, ja, manchmal sieht das so aus, als ob du den nicht kriegst. So. Und das ist noch das, was mich ein bisschen stört in dem Spiel. Kann jetzt sein, dass das wirklich nur bei mir ist, aber ich habe das schon von Paul gehört, dass das auch bei denen so ist. Ja, komm, wo ist der Jubel? Dass du ihn hast. Binding Stream Pro, ne? Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in einem Customized Match wieder im 2 und 2 und bis gleich. Oh. Mach mir doch keine Hoffnung. Ja, es startet. Halbe Stunde warten. Also, wie gesagt, die Server sind wirklich, wirklich noch ein bisschen. Oder beziehungsweise so viele spielen das halt noch nicht. Das ist halt der Grund wahrscheinlich. Pass! Oh. Fuck, ich dachte, du bist auf meiner Seite. Nee, ich bin auf meiner Seite. Ha. So, ihr seht schon, das ist 2 und 2 gerade. Okay. Wieso hat er den gekriegt? Der ist an ihm vorbei. Okay. Also Leute, ihr seht schon, ich bin wirklich nicht gut, also. Hä? Achso! Hä? Bei mir ist er vorbeigegangen einfach. Hä? Bei mir haben die den gar nicht. Kann das sein, dass das irgendwie hier gerade hakt ein bisschen? Hä? Okay. An der Bande angespielt. Nee, bei mir ist das irgendwie gerade so ein bisschen unspielbar, ey. Ich glaube, wir sollten nächstes Mal wirklich 60 MS eingeben. Vor allem 60 MS. Hm. Der ging auch nicht. Toll. Bei mir war der auch an der Bande gerade. Ja, es hackt ein bisschen. Hä? Die cheaten. Die DDoSen uns. Ja, ich hätte ihn gekriegt. Keine Ahnung. Ja, die sagen es aber auch gerade. Guck mal, die haben es ja selber geschrieben gerade. Hyping. Boah, Alter. Okay. Bei mir ist ja durch die durch. Ja, wie gesagt, Leute, also es ist was die Dings angeht, ist es noch nicht ausgereift, richtig? Was die Connections angeht. Ja, aufgereift, ja, ey. Was sagst du? Ich höre dich nicht. Aufgereift war ein zu freundliches Wort dafür. Was das hier ist. Hä? Beim. What the fuck? Ja, für Moves. Das heißt Moves? Ich. Mich. Was hast du gepennt? Warum rennt er die ganze Zeit da mit diesem Schild rum? Kann man da rumblocken oder cool sein will. Okay, der ist durchgegangen. Also, ja, nicht wundern, ich kann jetzt gerade nicht so viel reden, sollte, weil irgendwie, keine Ahnung, weil das sehr halt ein bisschen noch laggy ist. Aber so an sich ist das Spielprinzip recht cool. Mir gefällt's. Und, ja. Ich hoffe, die fixen diese Serverprobleme mal. Wobei gestern, wo wir gespielt haben, war es eigentlich nicht laggy, ne? Come on, geil. Ja, du spielst immer dieselbe Ecke, ey. Ja, dann wird die immer diese Ecke offen lassen. Schreiben die? Ah, einer hat gerade geschrieben, come on, geil. Ah, ich mach immer diesen falschen Wurf, ey. Ja, wenn du reinrutschen willst, dann kann doch mit reinrutschen und dann. Ja, genau. Schon und wirfst halt. Genau, das ist so, das passiert mir halt sehr oft. So, siehst du, bei mir ist der jetzt schon längst bis zum Ende durchgefallen. Hä? Hä? Wieso hast du den geblockt? Nee, den hätte ich ja nicht haben müssen. Ja, bei mir hättest du den auch. Oh, wow. Das ist so, was ist denn das für ein lame Game, ey, mit dem. Er steht die ganze Zeit vorne und versucht, die reinzublocken. Hier.
Ja, genau. Ja, soll er mal blocken? Ja, da hat der Block wohl nichts gebracht, mein Freund. Ja, und diese, das ist ja das für ein Spielprinzip, der blockt die ganze Zeit. Ich hatte vorhin auch einen, wo ich Single getestet habe. Der hat die ganze Zeit nur geblockt, hat ihn hochgeworfen und hat dadurch seine Schüsse aufgeladen. Ja, als ob das durchging. Wrecked. Scheiße, Alter. Was ist da los? Durch. Easy. Gibt's auch Rip? Ja, direkt. Hi, Ping. So, Leute. War ein geiles Game. Wir haben jetzt Matchbonus gekriegt. Wir werden jetzt nochmal so eine Kiste aufmachen. Das können wir auch nochmal schnell machen. Da können wir euch das zeigen. Schön, dass du noch eine Kiste hast. Hä? Ist ja schön, dass du genug für eine Kiste hast. Hast du nicht? Nö. Ich habe 1000 jetzt mittlerweile. So, wie war das? Price Machine. Machen wir jetzt nochmal schnell. Pull Level. So, dann hauen wir das Ding mal rein und gucken, was wir kriegen. Ich habe das noch nie gemacht, also keine Ahnung. Was ist das? Ich habe einen Stanton-Skin von Forrest bekommen. Also für den Dicken habe ich einen Forrest-Skin bekommen. Okay. Weiß nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung, Leute. Aber Skins sind ja meistens immer gut. Hier. Stanton. Ultra-Skin Hulk verschnitt. Ach nee, das ist Skin, das ist ein normaler, ein grüner, so. Der Hulk-Verschnitt, genau. Okay, meine lieben Freunde, so, dann würde ich sagen, danke erstmal Clown fürs Mitzocken. Ach ja. Und an die Leute, denen das Spiel gefällt, wie gesagt, ich werde es unten in die Beschreibung verlinken, wo ihr das Spiel kriegt. Und wie gesagt, ihr müsst euch da nur registrieren, die Beta ist kostenlos. Und somit würde ich sagen, zeigt es mir, wie gesagt, sagt mir einfach in Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann zum nächsten Let's Test, haut da rein und ciao. Tschüss.